Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute, ja, gehen wir auf ein Barbecue und da habe ich mir gedacht, warum schminke ich mich nicht einfach mit Produkten, die mit irgendwas mit B haben? Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, manchmal, weiß ich nicht, hat man dann so komische Eingebung, Ideen, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei. Ich habe mir so ein bisschen was zusammengesucht. Bei dem einen oder anderen Produkt muss ich vielleicht ein bisschen cheaten, weil ich nicht so viel dann da habe, dass es dann auch wirklich alles B-Produkte sind, aber wir kriegen das schon hin. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Und es gibt übrigens auch eine Verlosung, eine mit B, eine Bärlosung. Ach. Jetzt geht die schon wieder total steil hier, ne? Als erstes habe ich hier eine Base Magique, einen Smoothing Primer von Maycheer. Und den habe ich tatsächlich zum Geburtstag von der lieben Marie bekommen. Und den habe ich noch gar nicht ausgetestet. Und der muss jetzt mal ausgetestet werden, finde ich. Hat eine sehr feste Konsistenz. Oh, aber ich glaube, ich brauche da ein bisschen mehr von. Der fühlt sich sehr, sehr silikonig an. Das hat jetzt ganz gut funktioniert. Ich hoffe, dass er nicht krümmelt oder so. Und ich weiß auch nicht, was der machen soll. Eine magische Base ist das einfach. Und ja, Transforming Smoothing Primer. Ich denke, dass er so ein bisschen weich zeichnet. Das tut er auch wohl. Also, ne, mein Gesicht fühlt sich auch sehr weich an und es sieht auch weich gezeichnet aus. Da ich keinen richtigen Concealer mit B habe, nehme ich hier von Becca das Under Eye Treatment in der Farbe Light to Medium und gebe mir das ganz, ganz vorsichtig unter die Augen auf. Mit einem Pinselchen vorsichtig reingehen und dann drauf machen. Ich weiß immer noch nicht hundertprozentig, was ich von dem Produkt halte, weil ich keinen Ultra-Effekt jetzt irgendwie sehe. Aber naja, ich habe es jetzt benutzt und es ist ein B-Produkt. Von Bare Minerals nehme ich die Nothing Beats The Original Foundation in der Farbe ja, Medium Beige 12. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil ich tatsächlich nur dieses Produkt von Bare Minerals habe. Das hatte ich auch irgendwo in einer Special Box von Flaconi, glaube ich, mit drin. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Mini Kabuki benutzen werde, der mit dabei ist. Nö, den packe ich mit in die Verlosung. Ist ja auch mit B. Von Bare Minerals. So, hier habe ich das Produktchen und es ist noch original zu. Oh, ich hoffe, dass es nicht zu dunkel ist. Ansonsten habe ich aber auch noch einen Plan B. Ich kriege es nicht auf. Sieht schon ziemlich dunkel an, aus. Medium beige, ne? Ja, ich mache es mal auf den Deckel hier drauf. Riecht nach nichts. Und hier habe ich das Produkt. Sieht sehr dunkel aus. Ich gebe mal erstmal was auf meinen Finger und swatch das so am Hals. Oh, es könnte sehr dunkel werden. Ich trage das mal ganz leicht auf und dann gucken wir mal. Nehme ich mir ein Pinselchen. Ja, es ist ein bisschen dunkel, aber ich glaube, das geht klar. Vor allem, weil ich auch noch einen Plan C habe. Vom Auftrag her finde ich das sehr interessant. Ich hatte erst befürchtet, dass wenn man halt so eine Puderfoundation nimmt, dass die dann auch wirklich schnell fleckig wird oder sowas. Aber das ist wirklich, das geht klar. Das geht einfach wirklich klar. Auch der Primer harmoniert sehr, sehr gut damit, weil das ja so ein Smoothing-Primer war und der wirklich sehr, sehr weich ist, also sehr silikonhaltig. Funktioniert es gut zusammen. Ich habe meinen Haarreifen vergessen. Was soll das denn? Oh, so. Also ich finde sie ganz schön. Ich habe aber einen krassen Farbunterschied, ne? Also zum Hals. Das heißt, da muss ich definitiv noch mit der Foundation etwas nach unten verblenden. Ansonsten sieht das einfach, also geht gar nicht. Also das Gute, was ich auf jeden Fall zu der Foundation sagen muss, ist, dass sie sehr, sehr leicht sich anfühlt und du dich halt nicht fühlst, als hättest du irgendwas auf dem Gesicht, sei es Puder, sei es Foundation, also da merkst du null von. Und das ist sehr, 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 sehr angenehm. So sieht die Foundation jetzt schon mal aus. Ich finde, dass sie dadurch, dass ich jetzt auch den Hals mit angeglichen habe, echt gut passt und auch gut aussieht. Mir gefällt das Ergebnis richtig gut und ja, die sieht toll aus. Und auch nochmal von Namen. Also ich kann mich da echt nicht beschweren. Ein bisschen dunkel, ja. Aber ne, das war halt die Farbe, die da mit drin war. Die habe ich jetzt drauf. Ich finde, dass meine Haut trotzdem schön durchscheint, aber ausgeglichen ist. Ich finde, dass das Ergebnis echt toll aussieht. Das gefällt mir richtig gut. Und es fühlt sich auch schön an. Auch der Hals.
Es geht. Noch ein bisschen fleckig, aber das wird hier gleich noch mit Bronzer, Blush, Highlighter. Ja, Blush mache ich jetzt nicht unbedingt auf den Hals, aber ne, das wird hier noch ausgeglichen. Gefällt mir. Doch. Eine richtig coole Foundation. Ja. Lose Puder Foundation. Auch mal was Neues, ne? Genau, jetzt kommen wir nämlich zu meinem Plan C und das wäre hier das By Terry Hyaluronic Hydra Powder. Das wollte ich mir sowieso so ein bisschen über die Augen geben und damit gehe ich jetzt einfach über mein komplettes Gesicht um das und halt auch um so den Hals, ne, um das Ganze ein bisschen aufzuhellen, wobei ich trotzdem finde, ich meine, das wirkt jetzt auch mit dem Oberteil, ne, sehr, sehr harmonisch. Es passt schon, hätte ich nicht gedacht, echt nicht. Ja, auch das habe ich ja aus so einem Flaconi, aus einer Flaconi Sondereditionspackung, Box, keine Ahnung. Und das verwende ich ja in letzter Zeit immer häufiger, weil ich das halt auch einfach so ein bisschen aufbrauchen möchte, weil ich möchte Produkte benutzen und am besten halt nicht 20 Sachen gleichzeitig, fällt mir schwer, sondern dann halt auch mal wirklich einige Sachen immer mal wieder benutzen. Und das trage ich mir vorsichtig mit einem kleinen, fluffigen Pinsel, das ist von Real Techniques, der Setting Brush, einfach einmal unter die Augen auf. Aber alles wirklich nur ganz, ganz leicht, weil ich möchte das nicht zu sehr abpudern. Soll nur ein Hauch sein. Deswegen gehe ich da jetzt auch bewusst nicht mit einem großen Pinsel rein, sondern nur mit so einem kleinen, feinen Pinsel und gehe da so ganz vorsichtig einfach nur über mein Gesicht drüber. Fühlt sich übrigens auch sehr schön an, wenn man von einem Pinsel gestreichelt wird. Wenn man Zeit hat, dann kann man sich das auch mal gönnen. Ja, beim Haaransatz ist es ein bisschen kritisch mit der etwas zu dunklen Farbe. Da kann ich natürlich jetzt auch nicht mit dem Puder das ausgleichen. Das ist nun mal so. Ja, das hat mir jetzt ganz gut gefallen. Ich finde auch, dass mein Gesicht jetzt ganz, 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 ganz minimal aufgehellt wurde dadurch und die Foundation-Farbe quasi oder die Base-Farbe jetzt einfach besser passt. Dann machen wir jetzt erstmal mit den Augen weiter. Habe ich gerade Bock drauf. Ja, ich mache mir erstmal Augenbrauen. Da muss ich ein bisschen cheaten, weil ich habe nur von Catrice, also ich habe schon ein paar mehr, aber ich habe halt von Catrice den Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton, ne? Da ist doch ein B drin, oder? Ich glaube, das könnt ihr mir durchgehen lassen. Mit Jana Spiegel wird der aufgetragen, also mit Hilfe von Jana Spiegel. Joa, so gefällt mir das ganz gut. Ich mag das sehr ganz gerne, wenn die Augenbrauen noch so ein bisschen natürlicher bleiben. Und ja, bei mir sieht man halt einfach nur, ich fülle die so ein bisschen auf. Ansonsten sieht man halt die normalen Augenbrauen auch noch durch. Siehst du ja nachher, wenn ich mich noch weiter näher schminke. Dann nehme ich mir von Benefit den 24 Brow Setter und fixiere damit meine Augenbrauen einfach. Und der 24 Hours Brow Setter macht quasi, dass die Augenbrauen einfach richtig krass fixiert werden. Da bleibt das Produkt dann auch die ganze Zeit drin, sprich die Augenbrauenfarbe, die wird nicht verwischen und die Augenbrauen bewegen sich danach keinen Millimeter mehr. Also das ist echt fest getackert. Als Lidschattenbase nehme ich von Dr. Pierre Ricot die Base Paupière Lissant Smoothing Eyelid Primer. Da kommt ein B drin vor. Genau, den gebe ich mir einfach auf meine Augenlider und ja, verteile das einfach mit meinem Finger. Wie bekommst du eigentlich deine, ja, allgemeine Routine mal unterbrochen? Sprich, dass du auch mal andere Produkte benutzt. Machst du dann auch, dass du sagst, ich mache das kategoriemäßig, also ich möchte jetzt gerade heute mal nur Produkte mit B benutzen oder ich möchte nur Produkte benutzen, die Naturkosmetik sind oder ich möchte nur Produkte benutzen, die ich noch nie benutzt habe oder ich packe das alles in eine Kiste und benutze nach und nach immer eins davon. Wie machst du das? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare. Ich mache das aktuell sehr randommäßig, also merkt man ja wahrscheinlich auch, dass ich versuche, auch viele von neuen Produkten zu verwenden. Das heißt, ich habe hier eine Kiste stehen, wo viele neue Produkte drin sind und ich mir dann halt jedes Mal überlege, was mache ich damit? Zum Beispiel ein Drogerielook, ein High-End-Look, ein Look nur mit B-Produkten oder allgemein einfach mal nur neue Produkte benutzen. Das ist dann bei mir so die Geschichte, aber nicht jeder hat dann ja immer so eine Masse an neuen Produkten, so wie ich das habe, was bei mir ja auch nicht normal ist, weil ich bin ja, ja durch YouTube da einfach so ein bisschen mehr unterwegs, als wenn ich jetzt ganz normal mir was kaufen würde, glaube ich, weil ich möchte euch auch ein bisschen was zeigen.
Als Lidschattenpalette verwende ich von BH Cosmetics die Wild Child Palette. Die hatte ich selber schon mal verschenkt und jetzt habe ich sie nochmal in einem Trash-Paket drin gehabt. Das sind 9 gebackene, alles schimmernde Lidschattenfarben. Hier oben hast du einen Spiegel mit drin. Ja, da bin ich gespannt, was ich damit machen werde. Ich werde es heute ehrlich gesagt nicht allzu sehr übertreiben, weil ich ja wie gesagt gleich noch zum Grillen, zum Barbecue fahren werde. Und das ist ein Familiengrillen mit kleinen Kindern und so. Und da möchte man dann nicht zu heftig auftauchen, finde ich. Also das ist so meine Einstellung. Oh, hier zieht gerade ein Gewitter auf, Leute. Da ich keine Settingfarbe drin habe, sprich gar keine matte Farbe, nehme ich einfach meinen By Terry Powder und sette damit einfach mal mein Lid. Beziehungsweise ich sette ja damit nicht das, also ich sette damit die Lidschatten Base, ne? Ich gucke mal, ob ich die Farben so verwenden kann oder ob ich die anfeuchten muss. Bin ich echt gespannt. Die Farben haben keine Namen, deswegen zeige ich euch die. Diese Farbe setze ich mir in die Lidfalte rein. Weil ich jetzt hier auch viele schimmernde Farben habe, werde ich wahrscheinlich eher weniger mit Blendepinseln arbeiten, sondern vielmehr mit so festgebundenen Pinseln, so smudgigen Pinseln, ne? Die Farbe ist deutlich heller jetzt auf dem Lid, als sie in der Palette ist. Das finde ich auch, weiß ich nicht, wie ich das finde. Finde ich das gut? Finde ich das nicht so gut? Wird auf jeden Fall dezent heute, Leute. Jedenfalls, wenn das so weitergeht. Diesen etwas dunkleren Ton setze ich mir dann ebenfalls in die Lidfalte, um quasi das Ganze zu vertiefen. Und ich setze mir das auch schon richtig ordentlich ins äußere V. Und auch hier außen auf das bewegliche Lid. Und das sieht irgendwie cool aus, ne? Ein nasser Glanz auf meinen Augen. Irgendwie mag ich gerne Schimmertöne. Natürlich verwende ich zwischendurch von Catrice den Quick and Easy Brush Cleanser, um halt die Pigmente von den Pinseln runterzunehmen und den Pinsel halt immer weiter verwenden zu können. Das macht eigentlich irgendwie Sinn, ne? Man muss ja nicht 20 Pinsel immer verwenden, sagte sie, während sie 19 Pinsel auf dem Tisch liegen hatte. Draußen geht gerade die Post ab. Es zieht sich gerade richtig zu. Wir hatten heute schon richtig, richtig heiß, 27 Grad oder so. Und da habe ich auch schon Auto gewaschen. Und mein Freund hat hier auch Garten und so gemacht. Und jetzt ist es gerade so dunkel. Also wir haben es 14 Uhr und es ist super dunkel. Man sieht es auch so ein bisschen an der Beleuchtung, dass man jetzt ja nur noch das künstliche Licht so sieht. Und es soll gleich richtig hart gewittern und regnen und die Welt soll untergehen. Ich bin sehr gespannt. Die Farben in der Palette sind ziemlich ähnlich, finde ich. Also jedenfalls diese 4 Farben. Dann hast du hier noch ein bisschen was Rosamäßiges, was Lilamäßiges und eine richtig weiße Farbe. Aber es ist nicht jetzt so wild, wie man jetzt so durch die Verpackung oder durch den Namen vermuten würde. Ich nehme jetzt auf jeden Fall dieses Rosa, um mir das komplett auf mein bewegliches Lid zu geben. Altrosa Glitzer. Man sieht zwar Unterschiede von den verschiedenen Farben auf dem Auge drauf, so minimal. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagen würde, okay, das ist jetzt die Kabam-Palette schlechthin. Das kannst du zum Toppen teilweise nehmen, aber jetzt so als alleinige Palette finde ich die schwierig. Aber für einen ganz lockeren, leichten Look für Barbecue kann man sie auf jeden Fall mal verwenden. Nichts Außergewöhnliches, aber ein Look. Ja, das Weiß gebe ich mir dann mit dem Finger auf, gehe da wirklich mit dem Finger schön rein und gebe mir das auf mein Zentrum. Wenn ich da jetzt mit dem Finger drauf gehe, merke ich, wie trocken sich das Ganze hier anfühlt. Oh, oh, oh. Ich schaue mal, ob ich hier die Kanten noch ein bisschen verblendet kriege, was natürlich bei Schimmer ein bisschen schwierig ist. Weil das ja sowieso auch changiert in verschiedenen Farben. Egal, wie man halt den Kopf dreht, da muss man echt gucken. Ah, ich gebe mir noch was von dieser dunkleren Farbe, die ich auch schon in der Crease verwendet habe, nochmal in die Crease, um das Ganze noch ein bisschen abzuheben, ein bisschen vertiefen, ein bisschen Dimension reinkriegen, aber nicht viel. Ja, ne? Dieses Weiß nehme ich mir tatsächlich auch als Inner Corner Highlight. Da wirkt es schon sehr extrem und sehr, sehr schön. Und auch als Augenbrauen Highlight. Sieht schon krass aus, ne? Also ja, es ist definitiv krass gehighlightet und wirkt in diesem Display jetzt gerade noch härter, als es eigentlich ist. Aber das ist schon eine krasse highlightende Farbe, aber wird ja nachher noch alles ein bisschen abgesoftet. Was machen wir denn nun? Unteren Wimpernkranz machen wir nun.
dann nehme ich mir jetzt auch mal lieber so einen Smudging-Pinsel und gehe in die dunkelbraune Farbe. Die gleiche, die ich jetzt auch gerade noch zum Vertiefen und für die Crease und hasse nicht gesehen genommen habe. Und gebe mir den einfach hier unten so mal hin. Das verbindet sich dann auch automatisch mit oben, weil das ist ja die gleiche Farbe, die hier oben auch schon sitzt. Gebe mir das aber auch nur so ein bisschen außen hin. Jo. Macht den Look auf jeden Fall noch ein bisschen harmonischer. Und so sieht dann der Lidschattenlook tatsächlich aus. Ja, fehlt natürlich noch einiges, ne? Aber man kann es auf jeden Fall machen. Für mich ist die Palette jetzt kein Highlight, deswegen die wird auf jeden Fall weiter wandern. Ich muss mich mal eben kurz um Sammy kümmern, denn der winselt gerade vor sich hin. Muss kurz unterbrechen. Mein Freund ist jetzt wieder da und Sammy geht jetzt wieder besser. Genau, da muss der nicht so allein sein dann, ne? Als Eyeliner-Ersatz nehme ich mir aus meiner BH Cosmetics Desert Oasis Palette ganz einfach den Ton Nightscape. Das ist dieser hier. Das ist ein mattbrauner Ton. Und den trage ich mir dann einfach mit einem Pinsel auf. Ich hätte natürlich auch mehrere Paletten jetzt verbinden können, um halt nicht nur einen Schimmerlook zu haben. Aber zum einen gefällt mir das ganz gut, mal einen nur Schimmerlook zu haben. Und zum anderen mag ich es nicht, Paletten miteinander zu vermischen quasi. Weil wenn sich vielleicht mal jemand überlegt, diesen Look nachschminken zu wollen, ist es doof, wenn man zwei, drei verschiedene Paletten verwendet, ne? So, dann versuche ich mir damit mal einen Eyeliner zu ziehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, das wird aber auf jeden Fall eine softe Geschichte. Ich finde, das geht vollkommen klar. Dafür, dass es mit Lidschatten ist, hey, ne? So, gegebenenfalls Fallout ein bisschen wegmachen. Und dann kommen wir zu Mascara, wenn du gerade schon so nah hier bist. Da habe ich von Too Faced die Better Than Sex Mascara. Hier ist ein B drin. Die ist toll. Da muss man halt echt aufpassen, weil die auch schnell klumpig wird. Aber ich mag sie sehr, sehr gerne. Und ich mag ehrlich gesagt auch, wenn die Mascara etwas dicker aufgetragen ist, wenn vielleicht auch mal ein paar Fliegenbeinchen mit bei sind. Ich mag das eigentlich. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich mag die Mascara sehr gerne und ja, sie passt auch gut zum Augenlook. Draußen geht die Welt unter. Wow, unsere Regenrinne läuft gerade über. Huch, ja, ne, das ist auf jeden Fall der fertige Augenlook. Ich finde den ganz schön. Ich finde den nicht zu extrem, aber auch nicht zu dezent. Dann tragen wir mal den Bronzer auf. Da habe ich von Miss Lynn den Barbados Babe Beach Please Bronzing and Contouring Powder Bronzer. Die kommen ja immer in so kleinen Büchlein. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum ich den Blushpinsel von Real Techniques am liebsten benutze, um damit Bronzer aufzutragen. Sehr bekloppt, ne? Aber ich finde den einfach voll super. Ja, mir gefällt's, ne? Ja, ich sehe gerade echt heftig geschminkt aus, irgendwie gefühlt. Aber ich finde es schön irgendwie. Dafür, dass ich eigentlich alles sehr dezent halten wollte, ist es doch irgendwie ein bisschen mehr geworden. Aber es sieht so schön aus, gerade mit der Mascara und mit dem Lidstrich, ne? Mag ich. Auch den Bronzer mag ich. Blush. Dann nehme ich den Floral Blush von BH Cosmetics Duo Cheek Color. Ist hier die, ne? Das Produkt draußen brummelt es vor sich hin. Ah, Fiji Fun ist, glaube ich, die Farbe. So schaut der aus. Der hat auch, mein Stuhl knatscht. Also dieses dunkle Blumending da drin hat tatsächlich auch ein paar Schimmerpartikel, während das helle keine hat. Ich vermische die aber ganz gerne zusammen. Da ist ordentlich Pigmentierung, das heißt abklopfen, abklopfen, abklopfen. Sonst eskaliert das echt. Ich denke, das wird schon viel sein. Ja, aber es ist okay. Ja, es ist schon ein derber Blush, ne? Also da sieht man gut was von. Das ist nicht so, ich mache nur einen Hauchblush, sondern es ist schon Kabam. Ich gehe da mal mit dem Bronzerpinsel nochmal drüber. Der ist ja ein bisschen fluffiger und hat noch ein bisschen Produkt drin. Dann lässt sich das ein bisschen aussoften. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Angst vor Gewitter habe, weil bei uns mal der Blitz ins Haus eingeschlagen ist. Ah. Sammy, hilf mir. Ja, so geht's, ne? Ja, so geht's wohl.
Aber ich finde den Blush großartig. Also da ist auch noch nicht viel von raus, weil ich den sehr dezent immer verwende. Da ne, muss man immer sehr vorsichtig mit umgehen, wie man sieht. Highlighter. Benefit Dandelion Twinkle Mini Highlighter. Dann habe ich den hier. Und ja, da ist das halt die Mini-Version. Ne? Die ist günstiger, die ist erschwinglicher und Highlighter brauchst du im Leben nicht so viel, wie manchmal in diesen Riesenprodukten drin ist. Deswegen finde ich das super, dass es diese Mini-Varianten gibt. Da, ja, der sieht so aus. Der hat so einen leichten rosa Stich und den gebe ich mir mit einem Highlighter-Pinsel auf. Oh, ich mag es gern derbe. Macht einen schönen, nassen Glow und ist nicht zu krass. Also ich habe den jetzt gerade auch in der dicken Schicht aufgetragen. Ne? Den kannst du auch schön ausblenden. Ich finde den wundervoll. Also für wenn ich jetzt mit der Familie was mache und dann halt nicht so exzessiv doll geschminkt sein möchte, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte. Und auch im Alltag und so. Also ich finde den einfach schön. Der macht einen nassen Glow, der macht es nicht zu extrem. Ne? Meine Bäckchen werden ja auch immer gerne bei mir gehighlightet. Nicht kleckern, sondern glotzen. Glotzen, glotzen. Ne? Die Wangen glänzen. Das Highlight hier ist gesetzt am Auge. Und jetzt kommt die Nasenspitze dran. Und der Nasenrücken. Hier an der Stirn. So ganz dezent, dass es halt nicht fettig aussieht, aber du trotzdem da so ein bisschen gehighlightet bist, um da so ein bisschen noch Punkte zu setzen. Das Lippenherz. Ich highlighte auch gerne unter meiner Lippe, unter meiner Unterlippe und ein bisschen das Kinn. Jo, ne? Ganz viel Highlighter, Leute. Ich liebe ihn. Ja, schöner Highlighter, schönes Ergebnis. Weiter geht's. Erstmal benutze ich Fixing Spray. Da habe ich leider nichts mit B. Aber in Urban Decay steckt ja auch ein B als dritter Buchstabe drin. Für die Lippen habe ich erstmal einen Lippenkonturenstift von BH Cosmetics, der leider nicht zum Lippenstift passt, weil ich habe von BH Cosmetics nur diese dunkle Farbe. Das ist der Lip Liner in der Farbe Rouge, glaube ich. Ja, Rouge ist das. Habe ich auch noch nie verwendet, glaube ich. Ist ein dunkles Rot und das hier wird ein Braun. Ich hoffe, es passt zusammen. Aber die Lip Liner von BH Cosmetics halten unfassbar lange. Ich male auch immer so randommäßig Linien dann rein. Frag mich nicht warum. Ich weiß gar nicht, ob das einen Sinn hat. Der ist echt sehr, sehr trocken. Huh. So kann man es doch lassen, oder? Nee, nee, nee. Wir gucken mal. Wir malen das mal lieber aus. Da habe ich von Barbour aus der Barbour Box, die halt in der Kombination mit diesem Dreierbande Glossybox Adventskalender mit drin war. Ein Lippenstift, Creamy Lip Color 17 Perfect 10. Und das Packaging sieht ja schon mal richtig hübsch aus, ne? Und hier haben wir den Lippenstift. Der passt super zu meinem Oberteil, aber entspricht null der Lippenfarbe, die ich jetzt drauf habe. Als ich den geswatcht habe, den Lip Liner, sah der auch nicht so extrem rot aus. Wir gucken mal. Ach doch, das passt schon. Das ist so ein bisschen Ombre-Style, weil du jetzt außen das so ein bisschen dunkler hast. Ich glaube, das geht klar, oder? Ja, ihr Lieben, und das ist nun der fertige Look. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich finde den schön. Ich finde, dass der auch sehr erwachsen aussieht und ja, einfach mal so ein ganz normaler, ich kann jetzt rausgehen Look. Ich bin echt ein bisschen begeistert von diesem Augenlook, dass es doch so gut funktioniert hat. Was du in diesem Video gewinnen kannst, ohne mich jetzt ständig ins Gesicht zu fassen, hier unfassbar. Von B-Routine You Glow Girl eine Maske. Von Biodroga White Truffle auch eine Maske. Von Balea Avocado und Honig auch eine Maske. Von Catrice The Blazing Bronze Palette. Die musste mit, weil zwei Bs, hallo. Von Catrice Light Spectrum Strobing Brick. Das ist ein Highlighter. Von Weleda den Beauty Balm in der Farbe Bronze. Also so viele Bs, das musste mit rein. Von Hugo Boss The Scent for Her. Das ist ein Duschgel. Nein, es ist eine Bodylotion. Von Fräulein B. Berlin Beauty But First Make-up ein Silicon Sponge.
So viel Bees, das musste auch mit rein. Dann von Essence Brush Sleeves, Mensch, genau, so Pinselüberzieher-Viecher fürs Trocknen. Und den von Bare Minerals angekündigten Mini-Kabuki. Was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Am besten benutzt du den Hashtag BAM. Finde ich irgendwie so witzig. So, ich benutze jetzt noch einmal ein Parfüm, und zwar von Hugo Boss The Scent. Das hatte ich ja gewonnen bei der Insta-Box. Hatte ich ja dieses Glücksticket drin. Ja, und das ist übrigens auch der Duft von der Bodylotion, die mit drin ist. Ich liebe diesen Duft. Der ist einfach großartig. Ich kriege da nur leider manchmal Kopfschmerzen von. Hoffentlich heute nicht. So, ne? Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!